Also, was gab es denn auf der Insel noch so alles, wo wir vielleicht noch nicht so ganz damit harmoniert haben, sagen wir es mal so. Ja, ist gerade kurz im Überlege. Ich kann mal gucken, ob ich eine Diebeskunst besser oder kann, weil hier oben steht natürlich noch irgendwo Jim rum. Ja, doch, da oben steht er noch, wunderbar. Kurz nochmal, oder ich speichere direkt vor ihm nochmal. Mach mich zu einem guten Dieb. Puh, hast du Gold? Klar. Also, kann ich Diebeskunst 1 jetzt machen? Ich will ein besserer Dieb werden. Wunderbar. Sowohl beim Schlösserknacken als auch beim Taschendiebstahl kommt es auf das richtige Fingerspitzengefühl an. Trainiere deine Fingerfertigkeit mit ein paar einfachen Übungen. Dann wirst du schon bald feststellen, dass dir diese Sachen nicht mehr so schwer fallen. Okay, Meisterdieb muss ich Gerissenheit auf 8 haben, das ist halt schon. Wenn ich jetzt gerade erst, also mein Schwert, wenn ich gerade mal auf 7 und müsste 10.000 Ruhm haben, um da hochzukommen. So, jetzt habe ich Diebeskunst auf 51. Wunderbar. Das lohnt sich schon. Dann gucke ich ja irgendwann, dass ich das hochbekomme. Klingen muss ich aber auch noch auf 8 kriegen. Ich mache Klingen auf 8 und dann... Ah, oder? Da gab es doch diesen legendären Gegenstand, den ich nur noch finden muss. Kurz mal gucken. Legendäre Gegenstände, hier. So, hier. Okay, Kristallfestung, da bin ich natürlich noch lange nicht. Okay, das passt jetzt vorerst mal noch. Lassen wir mal da oben so stehen, wie er ist. Gucken uns unsere Talente nochmal an. Kann ich eigentlich auch zurück nach Takarigoa? Geht das? Ich habe jetzt noch 3800 Gold übrig. Oh, ich kann ja erstmal hier ganz schnell. Nein, erstmal hier runter. Vielleicht komme ich ja jetzt in diese eine Kammer. Meine Fackel liegt immer noch da und brennt. Und zwar hier rein. Schleichen wir uns mal, vielleicht sieht uns ja nicht. Okay, bei 50 war die Schlösser auf jeden Fall auch noch nicht schwerer. Gut, wieder so ein leichtes einmal durchziehe, fertig. Okay, die ist jetzt offen. Hier ist gleich nochmal eine Truhe mit 45 drin und sonst Patronenbeutel, ein Pulverfass. Okay. Eine Bombe. Oh, ich habe gerade eine Bombe mitgenommen. Okay. Aber genau die gleiche Schlusskombination. Wunderbar. Ich habe ein Duell-Degen gefunden. Sieht noch schlecht aus. Ein Pulverfass. Schaden 150. Ein kleines Fass voll Schwarzpulver wird durch einen Schuss zur Detonation gebracht. Ah, da kann man Gegnern Hinterhalt locken. So, noch normale Kugeln und Schrotkugeln. Okay, ich glaube, das hat sich gelohnt. Noch Schrotmunition mitnehmen. Was hast du hier zu suchen? War ich gar nichts. Schon wieder weg. Ja, mein Schiff liegt jetzt schließlich woanders. Wo auch immer. So. Sonst fällt mir auf der Insel auch wirklich nichts mehr ein. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Und zwar nach Takarigoa kurz. So. Ja, überspringen wir wieder. So, wunderbar. So, und zwar will ich zu diesem einen Typen mal gucken, ob ich schon die Fähigkeit besitze, den Affentrainer zu mimen. So, und zwar ist der ja gleich da oben. Ist ja wunderbar. Also. Ich muss jetzt mein Fleisch nochmal braten. In letzter Zeit brauche ich kaum noch Proviant. Ich kaufe nachher aber auf jeden Fall noch ein bisschen Grog. Ich habe nicht gerade nur noch Rum und Bloody Marys da. Die füllt mich immer zu 100% auf. Das ist eben nicht immer wert. So, komm schon. Das hat sich gelohnt. Okay, 0,50 Gold erbeutet. Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Welchen? Affenzähm, Gerissenheit 6. Was ist ein Papagei? Zeig mir, wie ich Papageien benutzen kann. Boah, ich will meine schmutzigen Tricks schnell und häufiger anwenden, brauche ich Gerissenheit 10. Huhuhu. Zeig mir ein paar schmutzige Tricks. Ah, okay, dann war die halt besser, okay. So. Ah, soll ich das dann riskieren? Ja. Komm, das riskiere ich jetzt mal knallhart. Moment, ich muss auch mal kurz den hier auf 1 legen, so. Und zwar, komm, das ist mir jetzt mal wert. Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Zeig mir, wie ich ein kleines Äffchen zähme. Die musst du nicht zähmen. Du kannst bei mir schon abgerichtete Tiere kaufen. Ich habe ihnen beigebracht, Gegenstände einzusammeln, Türen zu öffnen und an Hebeln zu ziehen.
Ich erkläre dir die Befehle, die du kennen musst. Das ist alles. Ah, noch eine Idee. Ist alles? So viel Gold für ein paar Kommandos? Hm, meinetwegen. Ich gebe dir ein Äffchen dazu. Na, ah, also. Wenn es läuft oder stirbt, kannst du bei mir ein neues kaufen. Äffchen halten. Ip. So. Ja. Dann. Inventar. Das müsste doch theoretisch. Äffchen? Hallo, Äffchen. Wie benutze ich das jetzt? Hier, Äffchen. Dieses Äffchen ist trainiert, Gegenstände zu klauen. Es kann Türen öffnen, Hebel ziehen und durch Fenster klettern. Okay, jetzt lege ich mir mal ins Inventar. Wie viel kosten bei dem ein Ersatzäffchen? Zeig mir deine Ware. Sollten der Brandöl ist auch ein schmutziger Trick. Ja, Kopftücher etc. Alles nicht so wichtig. Okay. Oh, 1000 kosten Ersatzäffchen. Leck mich fett. So, jetzt noch kurz auf der Insel gucken. Gibt es hier irgendwas, wo ich mal unbedingt eine Tür öffnen wollte und nicht reinkam? Ja, so spontan fällt mir da eigentlich nichts ein. Wenn ich mal ehrlich bin. Es gab zwar hier auch Truhe, die halt eine extrem hohe Verschließrate sozusagen hattet, aber. Da müsste ich ja jetzt ewig suchen. Das wollen wir ja nicht. Ich habe schon eine kleine Idee. Kurs zu setzen. Ja, ist recht. So, zurück nach Antigua. Springen wir wieder die elendige Cutscene. So, kurz anders hinsitzen. Schwupp. So, wunderbar. So, springen wir auch wieder. So, und zwar probiere ich jetzt was. Ah, ich lasse die Patty gleich wieder mitkommen. So. Komm mit. Und zwar hätte ich eigentlich kein Problem damit, Wilson seine Pistole zu klauen, denn die müsste doch irgendwo haben. Ich probiere es zuerst so und dann mal mit dem Äffle. Und was ich mir gerade überlegt habe, als er geredet hat mit Hebelziehen und so weiter, es gab doch jetzt schon oft genug in Dungeons diese kleinen Löcher. Und damals hat man sich in Wilson 1 in so ein, was war's denn, in so ein Schneckending-Halter verwendet, Nautilus, genau. Und, ja, das wär's doch jetzt. Dass jetzt auch im Äffle durchgeht, ein Hebel ziehen, irgendwo geht eine Tür auf. So, jetzt ist die Frage. Oh, Schwertrolling. Schwupp. Kann ich mir Bauplan. Okay, dann müsste ich erst die Pläne natürlich kaufen. So, ich würde sagen, der wird doch hier irgendwie was Extras haben, oder? Das wird ja wohl hier nicht sein Haus sein. Bitch. Weil wenn ich so viel Mühe mit der Pistole habe, das ist 100 pro so, dass ich die nur klauen kann. Jetzt hier irgendwo rein? Nein. Okay, springen wir schon runter. Wupp. Oh, und ich bin nicht drin gestorben. Ja, huiuiui. Okay, ich glaube, das ist ein spezieller Raum. Okay, dann speichere ich hier mal und probiere mein Äffle aus. Das packt da einfach aus. Komm ich hier rein? Es geht doch, dass er sich ein Fenster hochzieht, oder? Komm schon, ich weiß, dass es geht. Ist immer elektrisch im Internet gestanden. Komm schon. Na also! Goldbeutel. Kommst du da hoch? Ne, Hammer. Oder das jetzt hinpackt, ist nicht so auch. Und klar, aber. Gute Tür kriegt er nicht auf. Na gut, vielleicht liegt die hier nur nachts drin, kann das sein? Okay, einfach ein bisschen probieren, irgendwann kommt man dann hoch. Komm schon, gerade eben wollte ich doch hoch. Mist Affe, oh, die steuern sich ganz schön unpräzise, das muss ich echt mal sagen. Man muss nur genau in der Mitte stehen. So, und zwar 50 Gold und Hammer erhalte. Ach so, ich habe ihn gerade ausgeraubt. Gut, klasse. Ja, welches Haus ist das hier dann? Wie ein Käse. Wenn sie irgendjemand mit mir schlagen will, soll er ruhig herkommen. Gold, wieder Gold. Wunderbar, nehmen wir natürlich alles mit. Muschel. Hafensnack, hä? Hier steht was. Jedem, der es hören oder nicht hören wollte. Ah, gut, das. Ja, das sehen wir schon mal. Mit dem Flachmann, ja, das haben wir schon mal gemacht. Banane, wunderbar. Karaffe, wunderbar.
Ja, was ist denn jetzt sein Haus? Das hier oben, oder? Und sehr schön, warte, bis der Kistenschlepper, auch wenn der gerade ein Fass schleppt, bis der weg ist. Und stellen wir uns mal unauffällig ins Eck. Und ich mich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. So, wunderbar. So, ist hier, glaube ich, nochmal Schleiche. Die Kiste ist leer. Hä? Doch, ich habe das mit dem Äffle, da bin ich ja erst in dem Zusammenhang hier drauf gekommen. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Was? Ich klaue? Ach was. Ach, vielleicht über der Dachboden kann das sein, dass da vielleicht das Äffle da hochkommt irgendwie. Mal gucken. Wenn ich da jetzt nichts finde, dann lasse ich es ja auch. Äffchen, kann ich das nicht mitnehmen? Nö. Sehr schade. Ja, da ist ein Fenster, aber komme ich da rein? Das ist die Frage. So, setzen wir das Äffle mal aus. Okay. Lauf, 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 lauf. Hüpf. Hüpf doch. Boah, nicht so weit. Nein, es kommt anscheinend nicht aufs Dach. Mal probieren. Komme ich irgendwo hoch? Na klasse, jetzt kann ich zurücklaufen, kann mir einen Weg suchen. Die Tür ist zu, da waren wir ja gerade schon dahinter. Hast du gar keine Angst? Ja, rede mit dem Affe, genau. Spricht für dich. Na, Kleiner? Ich weiß, alle lieben Affen. Komme ich hier irgendwo hoch? Wo besonderem oder so? Nee. Und cool, so ein Äffle zu steuern. Macht Spaß. Hoppel, 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 hoppel. Bewegt sich zwar fort wie ein Kaninchen, aber naja gut. Hier drin vielleicht irgendwas? Nö, hier gibt's definitiv nichts. So ein Affe-Werfer wäre ganz praktisch. Einfach durchs Fenster werfen. Hallo. Wir sehen gleich aus. Ja. Ja, aufs Dach komme ich dann sicher nicht. Na gut. Schade. Wäre ja auch so schön gewesen, wenn man jetzt hier einfach hoch könnt. Mal kurz durch das Fenster hier springen. Oder sowas in der Richtung. Hä, das Haus vom Schmied hat gar kein Fenster. Naja, mit denen kann man nicht quatschen, gell? Genau. Lass uns. Ja. Ja, dann rede ich jetzt mal mit Slane und dann geht's weiter, würde ich sagen. Was zum Henker ist denn hier los? Wieso? Was ist denn? Tu nicht so, als wüsstest du nicht, wovon ich rede. Hält sich hier eigentlich niemand mehr an meine Befehle? Ich habe jeglichen Handel verboten. Und auch du wirst dich daran halten, verstanden? Versuch's mal mit dem Kodex. Hör zu, du hast so eine Abmachung mit Slane und nicht mit mir. Das interessiert mich nicht. Die Waren verlassen nicht meinen Hafen. Denkst du? Die Sachen gehören jetzt mir, Alvarez. Ich habe mit jedem deiner Leute eine Abmachung getroffen. Deal ist Deal. Steht so im Kodex. Oder etwa nicht? Du verwendest den Piratenkodex gegen mich? Das hat dir doch Slane geraten, oder? Ach. Na gut, ihr habt gewonnen. Ich lasse euch ziehen. Ja, hoffentlich. Denkt an meine Worte. Wenn wir gegeneinander arbeiten, hat Mara schon gewonnen. Lasst euch nicht von ihren Schergen erwischen. Ihr zwei seid unsere letzte Hoffnung. Immer. So, also, dann kannst du losgehen und den durchsuchen. Oh, da oben steht er. Wir haben alles, was wir brauchen, um wieder in See zu stechen. Brillant. Wirklich brillant. Dann steht unserer kleinen Reise nichts mehr im Wege. Ich brenne darauf, dieses Nest so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Du musst mir nur sagen, wann es losgehen soll. Wir können jetzt Antigua verlassen. Dann schwing deinen Hintern rüber auf deinen Kahn. Sag deinem Steuermann, dass er dich auf der Insel der Diebe absetzen soll. Insel der Diebe? Ja. Du wirst alles verstehen, wenn wir dort sind. In Ordnung. Aber wehe, du bist nicht da. Keine Sorge.
Ich werde da sein. Wir sehen uns auf der Insel der Diebe. Ah, okay, dann muss ich ihm jetzt selbst hinterherfahren. Ja, auch in der Schifffahrtszeit. Sprit war teuer, hm? Also. Die beiden Schiffe sind versorgt. Gut gemacht, kleiner Held. Du machst dich. Auf jeden Fall. Also, wegen des Schatzes deines Vaters, das muss ich sie nachher auf jeden Fall auch noch fragen. Slane will mich auf der Insel der Diebe treffen. Hm, Insel der Diebe. Kenne ich. Zumindest weiß ich, wo sie ist. Aber gut. Über die Insel selbst weiß ich so gut wie gar nichts. Kann spannend werden. Klasse. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Neues Reiseziel verfügbar. Insel der Diebe. Noch kleinere Insel. Geil. Das da unten ist wahrscheinlich... Ah ne, ist die Insel der Toten. Na, die und die Insel werde ich auf jeden Fall auch noch hinkommen. Oder vielleicht ist hier oder hier irgendwo auch noch was. Na, mal gucken. Dazu spielen wir's ja. So, Ableger, komm. Dauert ja sonst ewig. Und natürlich pisst's wieder. Wunderbar. Ja, jetzt komm, leg doch endlich an. So. Das ist die Insel der Diebe. Ah, hübsch. Slanes Schiff liegt da drüben vor Anker. Ich nehme an, er ist schon auf der Insel. Gut. Ich rudere hinüber. Sei brav. Ich bin bald wieder da. Ach, hau schon ab. Kann ich die nicht mitnehmen? Komm mit. Kein Problem. Na also. Kann ich vielleicht kurz schlafen bis zum nächsten Morgen? Vielleicht ist dann das Wetter besser. Ist ja kein herzlicher Empfang so. Na also. Es hat aufgehört, glaube ich. Na, sieht doch schon viel besser aus. Vor allem wesentlich einladender.